Mein Gott, Leute, das Winter-Update ist da. Oh, seid ihr auch so geflasht von diesem Anblick? Es ist total krass. Es ist total krass. Aber in diesem Video geht es jetzt erstmal um den Tennessee Walker. Hier hinter mir steht auch schon jemand. Und den holen wir uns jetzt natürlich zuerst, bevor wir uns in einem weiteren Video, oh, wir werden gestalkt, das Winter-Update dann anschauen. Wir werden verfolgt. Tatsache! Es folgt uns. So, sorry, Schätzchen, wir müssen erstmal einen Tennessee Walker kaufen. Ich habe jetzt gerade noch keine Zeit. Sekunde. Oh, das Geräusch im Schnee. Meine Güte. Wahnsinn. Wir gehen jetzt mal zu Steves Farm. Nee, doch. Nein, ich bin ja hier bei... Zur Starshine Ranch. Meine Güte. Lass Hirn regnen. Wo ist es denn? Riverglade? Starshine Ranch. Ach Gott. So, und wir werden immer noch gestalkt. Okay. Gut. Ja. Ey, Schnucki, gleich. Ja, gleich. Erstmal die neue Rasse anschauen. Und ich bin ja ein bisschen skeptisch, weil so der Tennessee Walker ist nicht ganz so mein Fall. Und ich muss sagen, ich finde es echt krass von Star Stable, so nach der kurzen Zeit, nach dem belgischen Warmblut, gleich das nächste Pferd rauszuhauen. Was ja auch kein typisches Winterpferd ist. Ja. Wir schauen uns die jetzt einfach mal an. Ich versuche mal ganz unvoreingenommen zu sein. Sie haben Agilitätswerte. Stärke 1, Disziplin 2, Geschwindigkeit, Ausdauer jeweils 0 und Agilität 3. Ab Stufe 11, hier natürlich auf der Starshine Ranch kaufbar, weil es ein Westernpferd ist, kostet 950 Starcoins. So. Okay, wir gucken jetzt mal. Das ist ein... Das gefällt mir schon sehr gut, muss ich sagen. Das ist ein Dappled Buckskin, kann das sein? Korrigiert mich, wenn ich falsch liege. Aber das könnte sein. Schön. Oh, das sieht aus wie ein Red Roan, aber mit Checkung. Also ich nehme keine, wie jedes Mal, keine Garantie für die Fellfarben. Das ist so ein bisschen, Erfahrungsding, die ich ein bisschen aufgeschnappt habe. Aber ich bin in Fellfarben leider ja nicht der Profi. Wisst ihr ja. Das würde für mich aussehen wie ein Blue Roan. Auch schön. Gefällt mir auch sehr gut. Oh, das ist cool. Da gab es in Red Dead Redemption 2 ein Pferd, ein Criollo. Das war ein Bayframe Overo. Und der sah so aus, aber halt mit Braun, deswegen Bay. Und der hat aber auch genau diese Zeichnung. Exakt so, dass der Rücken schwarz war, Bauch schwarz und nur diese Muster, diese Scheckung war links und rechts an der Seite. Also vielleicht ist es ein Frame Overo, also in dem Fall vielleicht ein Black Frame Overo, aber ganz ehrlich, keine Garantie dafür. Krass, der ist ja auch voll goldig. Meine Güte. Sehen die hübsch aus. Oh, ein Rappe. Oh, ein schöner Rappe, der auch mal ein bisschen dunkler ist. Da klicken wir mal kurz raus. Gehen wir in Fotomodus. So ein bisschen. Es hat alles so einen Blaustich. Ich mach mal ganz kurz. Man kann ja den Schnee hier ausschalten. Den Schnee aus, um ein bisschen unverfälschteren Blick auf das Ganze zu haben. Wunderschön. Okay. So. Ja, das ist tatsächlich vom Rappen her. Ich steig mal ab. Tatsächlich hier ein bisschen... Ist eine schöne Schwarzzeichnung, finde ich. Ist nicht ganz so extrem dunkel, aber ist dunkel genug, finde ich. Es wirkt nicht so anthrazit wie das letzte Pferd. Och, der hier ist, mein Gott, sind die alle schön. Und der hier hat ein braunes und ein blaues Auge. Kann das sein? Okay, wenn er sie auf hätte. Guck mal her, Spätzchen.
Tatsache. Blaues Auge, braunes Auge. Mach mal richtig die Augen auf. Der ist auch so müde wie ein Appaloosa. Meine Güte. So, jetzt seht ihr es. Das ist blau. Und das ist braun. Schick. Und das ist auch so schwarzbraun. Also dieses Schwarz da drin ist auch nicht komplett braun, sondern hat hier so ein auch in Mähne und Schweif geht es ins Braun über. Gefällt mir sehr gut. Dann haben wir hier, ich weiß nicht, ist das ein Cremello? Richtig schön auch. Ups. Sehr, sehr schön. Ist jetzt nicht ganz mein Fall, aber finde ich schön umgesetzt. Also ist ja, alles Geschmackssache. Wie gesagt, mein Geschmack trifft es jetzt nicht ganz so, aber ich glaube, ich kenne ein oder zwei Personen, die das Pferd sehen und sich mega freuen. So, dann hier dieser Apfelschimmel. Also es soll, glaube ich, ein Apfelschimmel sein, aber ich finde die Scheckung ein bisschen künstlich, wenn ich ehrlich bin. Ich finde es wunderschön, das Pferd. Ich finde es mega süß. Aber ich finde es zur Realität, finde ich die Scheckung ein bisschen künstlich. Trotz allem gefällt es mir sehr gut. Und es hat auch blaue Augen. Und genauso wie wir uns jetzt die letzten angeschaut haben, schauen wir uns vielleicht doch nochmal hier im... halt. So. Ich muss... Ach. Fail. Fail. Ich muss aufsteigen. So. Ich muss mein Pferd ein bisschen weiter hinten parken. Also. Wir schauen uns den Hübschen auch nochmal an. Immer macht er die Augen zu. So, nicht ausblenden. Also, der hat braune Augen. Hat hier diese riesige Schnippe. Auch schön, gell? Und hier diese Punkte über dem Körper. Schick. Gefällt mir auch gut. Ist aber jetzt, wo ich sage, auf dem ersten, ja, finde ich schön gemacht. Ist jetzt aber auch nicht so, dass ich sage, boah, das müsste ich haben. Das hier finde ich extrem krass gezeichnet. Das ist wirklich richtig heftig. Auch das Gesicht hier. Ach Mensch, nicht immer wegspringen, Kamera. Hier, diese Stichelhaare von der Mähne. Krass. Da sieht fast der Schweif im Vergleich zum Rest schon wieder ein bisschen verwaschen aus, gell? Hier, ich meine... An und für sich sieht er eigentlich schön aus. Aber, seht ihr mal, vom Detailgrad sieht er eigentlich recht verwaschen aus, wenn wir ehrlich sind, oder? Findet ihr nicht? Also trotz allem ein schönes Pferd, aber hier der Detailgrad ist ein bisschen verwaschen. Wir schauen jetzt nochmal das an, weil das ist ja mein Favorit, muss ich sagen. Aktuell. Braune Augen. Diese wunderschöne Blässe. Boah, Hammer. Ich finde ja diese Dapples hier. Es ist richtig toll. Richtig toll. Wow. Nee, ich bin gerade echt ein bisschen von der Zeichnung, bin ich sehr, also auch der Übergang hier, weiß, braun, bin ich sehr begeistert, muss ich wirklich sagen. Falls ihr noch kein so ein hohes Level habt, könnt ihr übrigens den hübschen Rappen hier mit dieser schiefen Blässe in Fort Pinter kaufen, nämlich auf Stufe 1. Das ist ja immer so, dass ein Pferd in Fort Pinter steht und die anderen 6 bzw. 7 Farben inklusive dem stehen ja in der Starshine oder auf der Starshine Ranch. Normalerweise ist es eigentlich so, dass immer noch ein App-Pferd die nächsten Tage kommt. Aber ich bin mir nicht ganz sicher, weil es sind ja schon 7 Farben drin. Normal sind es eher, glaube ich, 6 und dann kommt ein 7. in die App. Da werden wir sehen, müssen wir uns einfach überraschen lassen.
So, wir schauen uns jetzt anhand dieses hübschen Pferdes nochmal ganz kurz die Mähnenstile durch. Und fangen auch gleich mal hier an. Standardmähne. Dann die nächste ist hier zwischen dem Genick so ein bisschen und den Ohren. Dahinter ein bisschen weggeschoren, so ein bisschen wie bei den Arabern. Dann haben wir die Turnierzöpfchen mit eingeflochtenem Schweif. Hier hat sich beim Schweif übrigens nichts getan. Dann diese sehr kurz geschorene Mähne, auch mit normalem Schweif. Dann diese eingeflochtenen Zöpfchen. Hier hinten dann auch übrigens eingeflochten. So, als Basis hatte diese übrigens diese Lücke hier zwischen, also auch wieder geschoren hinter den Ohren. Dann die Stehmähne. Und eine sportliche kurze Mähne. Wie vom englischen Vollblut. Auch wieder mit dem normalen Schweif des Pferdes. Wir schauen uns jetzt noch im Schnelldurchgang die Gangarten an. Nachher machen wir das genauer noch, wenn ich auf meinem Tennessee Walker sitze. Aber jetzt einmal ganz kurz. Ich muss ja wissen, worauf ich mich hier einlasse. So, einmal Schritt. Ist wirklich ganz nett. Trab. Okay. Kanter. Galopp. Schneller Galopp. Und die besondere Gangart. Übrigens ist es hier so, dass das Pferd tatsächlich einen schnellen Schritt läuft und man in der Slow Motion tatsächlich sieht, dass die Fußfolge wirklich hintereinander stattfindet. Das heißt, es ist kein Passgang, wo Vorder- und Hinterbein gleichzeitig aufkommt, sondern nacheinander aufkommt. Ich muss sagen, eigentlich finde ich 950 Starcoins ein bisschen krass für das, dass es keine Animation im Stehen kann, sondern nur in Anführungszeichen diese spezielle Gangart. Gut, dann, Schnucki, darfst du jetzt bei mir einziehen? Wir lassen die Mähne mal bei der Standardmähne. Ja, die lassen wir jetzt kommen. Dann wird das ein Jungpferd. Ich finde, es schaut irgendwie sehr jung aus. Und es wird ein Wallach. Und der wird heißen Quickstep. Ist, glaube ich, auch ein Name, der theoretisch gut zu einem Pasofino passt. Oder vielleicht sogar zum Appaloosa. Die haben ja auch diesen schnellen Schritt, den Indian Shuffle. Ja, aber zu ihm, finde ich, passt auch. So. Dann darfst du mal einziehen. Ja, ich bin mir sicher. Ja, rein optisch gefällt mir das Pferd schon recht gut. Auch wenn ich finde, ja, also von der Zeichnung. Von der Zeichnung gefällt es mir gut. Gangarten schauen wir uns nachher nochmal kurz an. Aber wir gucken mal. Wir schicken es mal in den Stall. Okay, und wir werden wahrscheinlich weiter gestalkt werden. Ich sehe es schon. Hey, du! Wahnsinn, jetzt kann ich dann ein Gangvideo machen, wenn ich hier währenddessen verfolgt werde? Oh Gott. Das ist schon lustig. Boah, die Weihnachtsdeko! Oh Leute, ich flipp aus. Hammer. Hammer, Hammer, Hammer. Oje, oje. So. Wir packen die Ausrüstung runter und holen mal unser Schnuggi her. Oh, hallo Quickstep. Oh, wie süß. Oh, das Streicheln passt echt perfekt. Ja, Wahnsinn. Mal schauen. Auskratzen. So ein braves Pferd. Das belgische Wabenblut beißt uns ja in den Hintern beim Auskratzen. Oh, die Animationen sind wirklich sehr gut. Auch das Trinken. Okay. Möchten. Okay, da sind wir ein bisschen mehr im Pferd als am Pferd. Na gut. Aber. So, Spatzel. Aufsteigen. Halft da drauf. Und rausführen. So. Kommst du her? So. Schauen wir mal, führen.
Da gehen sie um die Kurve, ist irgendwie immer nicht so toll, die Führanimation. Ja, aber passt doch. Sehr erhaben, das Ganze. So, und dann suchen wir uns jetzt noch schnell ein Western-Outfit raus. Gucken wir mal. Schließlich ist es ja ein Western-Pferd. So, und da bin ich zurück mit einem Western-Outfit für ein Western-Pferd. Boah, da hinten sieht man die Lichter. Und was man hört, ups, ich werde hier über den Haufen geritten. Was man hier hört, es klingt immer noch so nach Wind und Sturm im Hintergrund, obwohl die Landschaft grün ist und alles blüht und so weiter. Es klingt aber trotzdem noch nach Winter, also okay, na gut, aber wir schauen jetzt nochmal an, was wir da alles so haben. Also, den Schritt, ja, da habe ich schon gesagt, den fand ich ja wirklich nett. Der ist echt süß. Dann den Trab. Irgendwie ist der auch... Also jetzt, wo ich so drauf sitze, finde ich ihn irgendwie putziger als vorhin. Galopp. Okay. Ja, ich überlege gerade. Also ich finde ihn gerade komisch. Also ich finde es jetzt, wo ich so von der Position sehe und hier mit Reiter, finde ich es nicht mehr so schlimm wie in der Kurzvorschau, muss ich echt sagen. Also springt doch eigentlich wirklich schön durch hier mit der Hinterhand. Ja, ist aber halt wirklich diese spezielle Gangart. So, dann der schnelle Galopp. Das eben war ja der Kanter. Dann der Renngalopp quasi hier, der ganz flotte. Ja. Boah, muss ich sagen, ich kann da, glaube ich, echt gut damit leben. Aber fällt euch auch auf? Kommt es mir nur so vor? Oder ist der Western-Sattel gerade so groß auf diesem Pferd? Oder täuscht es? Sag mal, wie kommt der Western-Sattel so groß vor? Krass, oder? Jetzt mal ohne Witz. Ist irgendwie riesig. Okay. Aber weiter zu den Gangarten. Wir schauen uns den Stopp an. Okay, ist so fast schon so ein Sliding-Stop. Ein kleiner, auf jeden Fall. Doch, es ist ein Sliding-Stop. Vielleicht keiner in Perfektion, aber er slidet definitiv. Dann das Rückwärtsgehen. Okay, sehr. Der Kopf ist sehr in aufrechter Haltung. Bisschen stachsig, aber ja, okay. Steigen. Okay, das Steigen ist mal was ganz anderes. Nochmal. Als ob es nicht schafft, sich so rauszuheben. Es dann irgendwie so versucht mit aller Kraft und dann doch wieder auf... Also, es sieht so angestrengt aus. So, nochmal. Ist jetzt... Ja, ist jetzt leider auch nicht so mein Fall, wenn ich ehrlich bin. Wir haben keine Animation im Stehen, wenn ich jetzt die Leertaste drücke. Aber wir haben ja diese spezielle... schnelle Gangart. Im Schritt Shift drücken, dann mit der Taste nach vorne, also beschleunigen. Das ist ja dieser spezielle Walk. Und ich schätze, von der Geschwindigkeit ist es wohl dann der Running Walk. Es gibt ja auch ganz krasse Shows, muss ich euch noch kurz dazu erzählen, wo der ganz spezielle Walk von den Tennessee Walkern durch spezielle Zwangsmaßnahmen wie Gewichte, durch zusätzliche Nägel in den Eisen, zusätzliche Säurebehandlungen, das sogenannte Horse Soaring, quasi bis zum Extremen getrieben wird, und da werfen die Pferde durch den Schmerz, durch die Überreizung am Fuß extrem die Beine nach oben. Das sieht dann halt mega spektakulär aus, ist aber reinste Tierquälerei.
Und ist sogar seit neuestem verboten. In Tennessee, in den USA, ist es jetzt endlich verboten. Sie haben vorher, war es eigentlich theoretisch auch schon verboten, aber durch eine entsprechende Gesetzeslücke quasi immer noch möglich und in Anführungszeichen erlaubt bzw. geduldet. Jetzt haben sie diese Lücke geschlossen. Und am 28.11. sind da Sachen dazu veröffentlicht worden. Quelle verlinke ich euch unten. Finde ich mega, dass das jetzt endlich ein Ende hat und diese armen Pferde nicht mehr leiden müssen. Und natürlich auch das Star Stable, diesen gequälten Gang der Pferde, der so extrem spektakulär aussieht, aber auf sehr viel Leid beruht und Leid zugrunde hat, dass das Star Stable so nicht umgesetzt hat. Das ist wirklich sehr gut von Star Stable. So, wir schauen uns jetzt die Sprünge noch an. Und zwar fangen wir mal an, kleiner Sprung hier im Kanter. Wie sich das Pferd da so macht, wie das so aussieht von der Animation. Okay, dann eine Gangart schneller. Mhm. Nochmal. Gut. Ups. Schon der nächste Sprung. Dann geben wir mal richtig Gas, komm. So, jetzt schauen wir mal. Ja. Okay. Ach, kann man jetzt nicht meckern, finde ich. Ganz ehrlich. Also, für mich gibt es da jetzt gerade nicht wirklich irgendwas auszusetzen. Ups. Nö, nee, sogar aus der... Upp, gerissen. Okay, war aber mein Fehler, wenn wir ehrlich sind. Kann das arme Pferd nichts dafür. Och, ja, doch. Kann man lassen. Ist ja auch ein Westernpferd, kein Springpferd. Und dafür macht es das echt gut. So, und ich habe ja noch gesagt, dass wir uns die Mähne ein bisschen von nahem anschauen. Und zwar hier vielleicht auch nochmal in den Schweif, um zu sehen, ob da der Unterschied ist zu der und zu der. Das ist eigentlich kein nennenswerter Unterschied. Also eigentlich nicht wirklich. Guck mal. Minimal. Auch hier. Minimalst. Dass der ein bisschen... Halt mal deinen Schweif still, Schnucki. Dass der ein bisschen schmaler hier ist. Mit der Mähne zum Beispiel. Und der eingeflochtene Schweif. Der ist ja auch krass eingeflochten, oder? Hier bei diesen zwei Frisuren. Der ist ja auch krass. Wir schauen uns jetzt aber mal von vorne. Sehen wir hier diese Frisur im Vergleich zu der normalen. Ich sag jetzt mal, das ist ja die, wo der hinten, hinterm Genick ein bisschen ausgeschoren ist, der Tennessee Walker. Ist da quasi auch Mähne ein bisschen ausgedünnt, wenn ich... Ja, ein bisschen, genau, Tatsache. Schauen wir uns nochmal von der Seite an. Halt, Kopf her, Schnucki. So, okay. Ja. Ist auch insgesamt ein bisschen kürzer. Mhm. Okay, ja, doch. Hat auch was. Gefällt mir aber wirklich die Originalmähne ein bisschen besser. Auch die Zöpfchen sind wirklich hier von der Seite. Ja, ist schon süß von vorne. Aber ist jetzt nicht das typische Pferd, dem ich Zöpfchen verpassen würde. Die Turnierzöpfchen meine ich natürlich mit Zöpfchen. Das Eingeflochten habe ich ja gerade schon gesagt. Das ist krass eingeflochten. Echt? Das ist ja Hammer. Bis zum Boden. So, dann die sehr kurz geschorene Mähne. Die steht dem, finde ich, glaube ich, auch recht gut. Also das ist ein Pferd, das sie bestimmt gut tragen kann. Hier von der Seite nochmal. Schweif ist ja hier auch wieder der normale. Diese Zöpfchen hier. Da finde ich es ein bisschen schade, dass sie nur diese eine Variante haben, wo man sagt, okay,
Wir nehmen quasi die Frisur, die hinterm Genick weggeschoren ist, und machen da Zipfchen draus, statt aus der anderen. Da hätte man sich ja auch entscheiden können und sagen, man macht beide Varianten. Aber anscheinend wollten sie nur die hier. Ja, genau, das hatten wir schon. Zöpfchen vorne. Geht richtig lang runter auch. Aber schön. Doch schön. So, die Stehmähne, die Freche. Jetzt gehen's wieder. Süß. Okay. Schick. So, okay. Ja, trifft jetzt auch nicht so meinen Geschmack, wenn ich ehrlich bin. Und hier diese sportliche Mähne. Bei mir jetzt auch nicht so. Ja. Ist jetzt wirklich nicht so mein Fall zu diesem Pferd. Aber wenn es euch gut gefällt, lasst euch da von niemandem was reinreden. Dann nehmt die Mähne, nutzt die. Ist ja alles Geschmackssache. Hier der Schweif war ja auch gleich. Ja, so viel zu den Mähnenstilen. Ich finde auch, das Pferd hat relativ nette Idle-Animations. Es ist wieder so ein bisschen müde, wie der Appaloosa, was ich schon vorher erwähnt habe. Und auch sonst, es schaut sich mal um. Es ist, ja, es hat einen ganz netten Blick. Teilweise sieht es aber ein bisschen müde und verschlafen aus. Und streckt halt auch so süß die Zunge raus. Es hat auch zwischendrin so eine Animation, wo es so ein bisschen fast schon lacht, wo es so ein bisschen den Kopf hochreißt. Ja, jetzt gehen's wieder. Und so ein bisschen Zähne auch zeigt. Na komm, mach mal Schnucki. Ja, jetzt bläst nur die Nüstern auf. Da, da seht ihr's? Das meinte ich. Das ist auch echt süß. Und hier mit dem Hinterbein, diese Bewegung, das wie so ein bisschen nach der Fliege haut. Relativ viel Schweifanimation auch im Stehen. Finde ich aber gut. Hier dieses Zucken wie nach einer Fliege. Der Schweif auch dementsprechend schlägt immer mal wieder. Ist eigentlich für mich ein Pferd, mit dem ich heißere Temperaturen verbinde und nicht gerade den Winter. Aber nun gut, wir nehmen das jetzt, wie es kommt. So, also wir werden sehen, wie sich der Tennessee Walker bzw. das Tennessee Walking Horse weiterhin so schlägt. Vielleicht kann ich mich doch noch tatsächlich richtig damit anfreunden. Es ist jetzt auf den ersten Blick für mich natürlich kein Fehlkauf, weil ich möchte natürlich wissen, was ist das für ein Pferd und ausprobieren, wie reitet sich das. Ich bin da wirklich sehr neugierig drauf, wie sind die neuen Animationen von Star Stable. Aber es ist ehrlich gesagt auf den ersten Blick natürlich jetzt nicht eins meiner heiß ersehntesten Pferde gewesen. Geht's euch da auch so? Oder sagt ihr, wow, das ist das Pferd. Ich freue mich mega, dass Star Stable das rausgebracht hat. Und dass Star Stable das auch schon so früh jetzt zum Winter rausgebracht hat. Damit hat ja auch, glaube ich, auch keiner gerechnet, dass das so schnell rauskommt jetzt. Würde mich interessieren. Sagt's mir gerne. Schreibt's mir in die Kommentare. Und ansonsten gehe ich jetzt meinen kleinen Stalker wieder suchen, weil ich muss mich jetzt auf ins Winterdorf machen und dementsprechend schnallten wir den Schnee wieder an und schon ist alles weiß. Oh, schön. Gut, Leute. Und damit verabschiede ich mich jetzt erstmal wieder. Wir sehen uns hoffentlich im nächsten Video. Wenn ihr das nicht verpassen wollt, wenn es euch gefallen hat, würde ich mich total über ein Abo freuen. Und ansonsten wünsche ich euch eine schöne Weihnachtszeit und macht's gut. Bis bald hoffentlich. Ciao, ciao.